Ja, moin moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Skyrim. Oh yeah. In der letzten Folge haben wir eine ziemlich verrückte Person getroffen, die Merlilas heißt, oder Merlila. Und die schmeißt mit Al-Qaida-Spinnen um sich. Was ein bisschen merkwürdig ist. Und jetzt heute lesen wir ihr Tagebuch, bevor wir erstmal alles lesen. Schauen wir uns mal an, was sie so bei sich hat. Okay, brauchen wir alles nicht. Und dann gucken wir mal. Ich weiß genau, was er plant. Glaubt er wirklich, er kann den Ruhm für die Entdeckung dieser Spinnen ganz für sich alleine beanspruchen? Wenn er das nächste Mal den Sicherheitskäfig betritt, um zu tun, was immer er auch mit diesen Spinnen tun will, werde ich die Tür verschließen. Dann hat er keine andere Wahl, als mir zuzuhören. Was meinte er damit, dass ich nicht ganz richtig im Kopf sei? Du wirfst mit Al-Qaida-Spinnen um dich. Mit mir ist alles in Ordnung. Er ist es, der mir meine Entdeckung streitig machen will. Glaubt er, dass ich nicht sehe, was er tut? Mit mir ist alles in Ordnung, alles. Ja, auf jeden Fall. Er redet mit mir, als sei ich verrückt. Ich bin nicht verrückt. Wer sagt, dass ich verrückt sei? Sage ich, dass ich verrückt sei? Ich werde ihm zeigen, was es bedeutet, verrückt zu sein. Das ist ein Anzeichen für verrückt sein. Ach was, er wird ja sehen, was wahre Macht ist. Der Gesang, den wir eben außerhalb der Hauptkammer gehört haben, muss bedeuten, dass es dort etwas extrem Mächtiges gibt. Wenn ich diese Energie zu fassen bekomme und zurückbringen kann, wer weiß, welche Entdeckungen wir dadurch machen können. Du bist absolut verrückt, meine Dame. Au! Alles gut bei dir, Leni? Sind hier wohl noch Al-Qaida-Spinnen? So eine Bekloppte, Alter. Da ist eine Ader. Ich weiß aber nicht, ob ich wieder hochkomme. Schauen wir erstmal, ob wir wieder hochkommen. Bevor wir da eiskalt runterspringen? Nee. Was hat denn das für einen Sinn? Weißt du was? Geronimo! Für einen Rubin lohnt sich das bestimmt, hier runterzugehen. Naja, für zwei Rubine eigentlich, ne? Auf der anderen Seite ist ja auch noch einer. Da ist auch noch einer. Warum gibt es hier so viele Rubine? Huch. Wie bist du denn da gekommen? Und hier ist auch der Weg dazu. Sehr schön. Wahrscheinlich ist der Weg, den wir gerade gesehen haben, der nach unten führt, beziehungsweise von hier aus nach oben. Der dann in der Mitte rauskommt. Nicht in der Mitte, also rechts. Ne? Nicht mittig. Nicht, dass ihr mich hier für behindert haltet. Mir ist natürlich klar, dass es, wenn es nach oben mittig geht, ist da immer der Hauptquest. Aber für die Rubine wird sich das schon irgendwie lohnen. Na, Leni? Ich wusste es. Wir werden hier rauskommen. Was zum Teufel? Warum bringt Leni mir so ein Feuer-Atronarch? Al-Qaida-Spinne. Nicht springen! Schlampe. Ich hasse sie. Bin froh, wenn ich erstmal hier draußen bin, ey. Kein Stahlrimm, schade. Ich glaube, sie hat diese kleine Spinne fertig gemacht. Verzieh dich, Al-Qaida-Spinne. Keiner mag dich. Nicht mal ich. Und ich mag keine Spinnen. Ja, das gibt ja irgendwie Sinn. Keine Angst. Es wird einen Sinn ergeben. Ach, das ist die Truhe unten, ne? Gut, von hier aus kommen wir also hoch. Von hier aus auch. Wir brauchen keine Akrobatik, um hochzukommen. Al-Qaida-Spinne. Nein! Ach, leck mich fett, Alter. Ich hasse dich, ey. Ja, ich habe wieder den Fehler gemacht. So. Na, einmal geht noch. Dann schauen wir mal, was es hier so Mächtiges gibt. Anscheinend gibt es hier Blut. Und das en masse.
will gar nicht wissen, was man hier als Nachkämpfer macht, ganz ehrlich, bei diesen Al-Qaida-Spinnen. Was? Da begeht man doch sofort Suizid. Da kommt gleich was Mächtiges. Das spüre ich in meinen Eingeweiden. Locken wir den Hans-Dieter erstmal raus. Vermutlich müssen wir erstmal runter. Und uns das Buch schnappen. Hallo? Oh mein Gott. Nein, ich dachte, es wäre so ein Fürst. Oh Gott, der nimmt hier überhaupt keinen Schaden. Großer Sucher, verdammte Scheiße. Stirb, du Kahn. Stirb. Stirb. Ich darf meine Spinne nicht treffen. Meine Spinne ist leider von diesem Effekt nicht betroffen, dass der nicht stirbt. Oh Gott. Deswegen muss ich verdammt aufpassen, was ich da tue. Nein, nicht nochmal durch die Al-Qaida. Ich hätte speichern sollen. Ich bin ein Volldepp. Ich bringe uns nochmal dahin und mit einem Schnitt, denn das ist mir hier jetzt zu viel. Bis gleich. So, Freunde, da sind wir wieder. Ich habe jetzt auch meinen Drachenschrei mal aktiviert. Und der müsste jetzt jeden Moment da rauskommen. Ich möchte unbedingt den kritischen. Wie unsere Hand einfach aussieht wie ein Drache. Solange er mich nicht sieht, ist alles gut. Können wir erstmal ordentlich Schaden raushauen. Ja, das sieht gut aus. Wir müssen nur seine Zauber unterbrechen. Und dann kann er seinen scheiß Sucher nicht aktivieren. Verzieh dich. Oh Gott. Er hat mich gesehen. Okay, jetzt bringt es nichts mehr, dass wir uns ducken. Wir machen auch nicht mehr so viel Schaden. Aber egal. Und wir haben kein Leben mehr, wie ich gerade sehe. Fick dich mit deinem Sucher. Lass den Sucher drinne. Keiner mag den Sucher. Um Himmels Willen. Was haben wir denn hier bekommen? Gold, Knochenmehl und erhöht Frostresistenz. Yeah. Dass wir sowas auch immer erst bekommen, wenn wir gegen so jemanden antreten, ne? Wort der Macht gelernt. Entfesselt Zyklon. Achso. Numero Zwuso haben wir. Ja, Numero Zwuso. Wo haben wir den da? Wir haben ja genug Drachenseelen, um das zu machen. Deswegen ist es auch völlig wurscht. So. Dann unsere Truhe. Ja. Wunderschön. Das nenne ich doch mal abgestaubt. Ohne Ende. So, das schwarze Buch. Ziehen wir uns das mal wieder rein. Und ich würde sagen, ab geht's ins Reich des Vergessens. Ein erneutes Mal. Und leider haben wir diesmal noch kein Bogending ins Gesicht bekommen. Das werden wir bestimmt gleich bekommen. Schönes Level Up. Ja, Ladephase, so. Dann wollen wir mal sehen, dass wir das ordentlich hinkriegen. Und weg von diesem Zeug hier bleiben. Wobei. Ja. Hier ist nichts. Das giftige Lied ist auch nichts. Ups, das habe ich mitgenommen, egal. Wo wart ihr, als ich dich brauchte? Aha. Zaubertrank der kleinen Heilung. Sehr schön. Objekte, Waffen. Wir müssen unseren Bogen mal wieder aufladen. Gewöhnlicher Seelenstein, das ist gut. Großer Seelenstein, das ist voll. Okay. Was war das? Werde ich blind da drin? Ich verliere Leben.
Das ist Licht. Kein Problem, dafür habe ich was. Dafür habe ich was. Veränderung, war das Veränderung? Kerzenschein. Wollen wir mal sehen, ob das hilft. Perfekt. Es hilft. Haha! Ausgetricksert. Ausgetricksert, mein Freund. Ach ja, wir haben ein Level-Up bekommen, ne? Ich erinnere mich und das schon vor einer langen Zeit. Ah ne, wir wollten ja was anderes machen, ne? Wir wollten... Wollten wir Illusion verbessern? Ne, Illusion waren wir soweit fertig, glaube ich, ne? Ja... Aha. Wirkt bla bla, Furcht, Erzürnung, aha, Illusionszauber. Das sind nur die, die uns billig alles machen, ja. Dann da brauchen wir das nicht mehr. Okay, Illusion sind wir soweit durch. Beschwörung wollten wir auf jeden Fall noch weitermachen und unsere Rüstung. Bei wie weit sind wir mit Schießkunst? Das ist falsch. Fähigkeiten. Schwere Rüstung, Schießkunst wollte ich. Schießkunst. Noch ein bisschen extra Damage wäre eigentlich ganz cool, ne? Haben wir schon 5 von 5. Na gut. Ruhige Hand. Heranzoomen mit dem Bogen. Okay, das ist gut. Das nächste Level Up wird noch ein bisschen cooler. Das ist natürlich auch ganz genial. Was kommt da raus? Was bist du denn? So ekliges. Hui! Hör auf damit! Das ist nicht nett. Nicht nett. Die Irrlichtmutter. Kriegen wir auch nichts von. Brauchst du auch kein ruhig da bleiben. Das sieht doch keinen. Verzieh dich bloß, Alter. Sehr schön. Mit dem Licht können wir hier überall rumwandern. Ich brauch dich, Lichtquelle, nicht. Ich hab meine eigene, ja? So, dann schauen wir mal. Was ist das? Ein Gegner? Fragezeichen. Meine Lichtquelle ist weg. Winziger Seelenstein. Zweite Saat. Band 5. Kennen wir auch bereits. Ich wusste es, dass du das bist, du verdammter Sucher. Meinst du, du kannst mich fertig machen, ja, mit deinen billigen Tricks? Und was bist du für einer? Du bist auch noch ein Zweiter, oder was? Das heißt, gleich kommen 4 auf mich zu. Verzieht euch. Meine Fresse. Ja, da kommen sie alle. Komm, machen wir erstmal sein Trugbild hier fertig. Und jetzt kommt ihr dran. Oh, ich mach so wenig Schaden an denen. Ja gut, das ist nicht wenig, aber... Könnte ruhig mehr sein, ne? Könnte ruhig mehr sein. Und die machen wenig Schaden an mir. Das war Sucher Nummer 1. Scheiße. Kerzenschein. Huh. Na komm. Verzieh dich auch, das war ein schöner kritischer. Ich liebe kritische. Das war's für den. Wir wollten hier aber gerade noch was aufsammeln. Und zwar ist hier noch ein Kokon. Das giftige Lied. Nö. Wächter und Verräter. Nö. Gold. Oh. Was haben wir hier? Das ist ein Aschehaufen, oder? Nee, Aschehaufen brauchen wir nicht. Wir brauchen das Original.
Lieder der Rückkehr. Gott, sind das verdammt viele Bände. Seelensteine. Seelensteine sind immer gut. Ich mag Seelensteine. Damit kann ich Seelen fangen. Und sie für mich kämpfen lassen. Ach, das war nur ein Stein. Jetzt habe ich schon Angst vor Steinen, Alter. Speichern wir mal ein bisschen das Spiel. Okay, ich wollte eigentlich Kerzenschein. Können wir das eigentlich auf beide Hände? Beide Hände. Nein, können wir nicht. Erstmal Lautlosigkeit wieder auffrischen. Und weiter geht's. Was sehen meine Äuglein denn da hinten, hä? Ja, kotz einfach mal hin! Nur weil du angepisst bist, heißt das nicht, dass du überall hinkotzen musst. Na komm, mein Freund, komm. Ich weiß, dass du mich willst. Pfeil ins Knie, Junge! So sieht's aus. Hier werden aber bestimmt noch mehr rumfleucheln. Ich hasse diese Biester, ey. Aber die machen irgendwie auch... Der letzte hat mir auch überhaupt keinen Schaden gemacht. Jedenfalls der gegen mich antreten konnte. Weil der hat mich irgendwie immer angespuckt, aber es hat nichts gebracht. Das nehme ich gerne an mich. Also gut. Wow. Kerzenschein, bitte. Halte mich am Leben. Dich brauche hier am dringendsten. Da ich ein Schleicher bin. Oh. Das baut sich von alleine auf. Nette Geschichte. Aber baut sich das auch nach einer Zeit wieder ab? Das ist hier die Frage. Sehe dich. Ja, kotzt jemanden anderen voll, ja? Aber nicht mich. Oh, er hat mich gesehen. Bevor mein Licht ausgeht. Oh mein Gott, gleich geht mein Lebenslicht aus. Okay, der macht doch ein bisschen Schaden. Wunderschön. Ich kann fliegen. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Na super. Na, wir zum Glück haben wir unbeabsichtigt gespeichert. Und ich würde sagen, wir fahren morgen weiter fort und sehen uns dann wieder. Haut rein. Euer Zero. Tschüss.